Hey, ihr verstrahlten Vulkanoiden und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vulkanoids. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich habe alles vergessen. Bin ich euch ganz ehrlich. Während ihr gerade auf einmal ja eine Folge später guckt, für euch wahrscheinlich nur ein Tag vergangen ist, ist für mich mittlerweile ja fast 2,5 Wochen vergangen und ich bin völlig raus. Als erstes möchte ich mich erstmal recht herzlich bedanken bei den ganzen Leuten, die in den Kommentaren schreiben. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Tipps, für die Hilfen und so. Vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche das irgendwie zu beherzigen, versuche das irgendwie hinzukriegen. Ich kann es aber leider nicht versprechen. Es ist bei mir so, Orientierung wie Bratwurst. So ist das quasi. Wo waren wir denn stehen geblieben? Fortschrittliche Produktion aufwerten wird benötigt. Das heißt, genau, wir waren irgendwo hier zugange. Und genau, lass mal gucken, das war... Nee, hier war das, oder? Doch, Aufwertung, oder? War das bei Aufwertung? Nee, das war das Schiff aufwerten. Beim letzten Mal haben wir das Schiff ja, glaube ich, aufgewertet. Das waren die... Das ist die Raffinerie. War das doch hier? Wir brauchen... Doch. Warte. Stufe 2. Haben wir Stufe 2 schon im Schiff? Ach so, übrigens, jemand hat geschrieben, ich weiß nicht wer, entschuldige, wenn ich deinen Namen vergessen habe, dass man den Frachtraum auch an der Decke platzieren kann. Das ist übrigens ein super Hinweis, den ich doch gleich mal beherzigen werde. Das fällt mir nämlich jetzt gerade mal ein. Und wenn ich jetzt weiß, wo mein Schraubenschlüssel ist, wo hat der Flexi aus der Vergangenheit den Schraubenschlüssel hingelegt? Hier? Nein. Hier war das? Nein, auch nicht. Hier vielleicht? Ja, da ist er. Genau, dann werden wir mal mit der 9 den Frachtraum mal eben abreißen. Und den einfach mal an der Decke platzieren. So. Was? Ach, Inventar nicht leer. Oh, ach ja, stimmt. Wir müssen ja erstmal das Inventar leer räumen. Lalalalala. Okay, der ist schon wieder voll. Muss mal irgendwie mal die Kisten voll kriegen jetzt hier. Das kann rein, das kann rein, das kann rein. Einfach mal jetzt gucken, dass wir jetzt hier... So, jetzt geht das aber. So, dann machen wir das hier oben hin. Kann ich das? Das geht gar nicht. Was ist das denn? Ach doch, ich wollte schon gerade sagen. So, hier ist Storage. Problem nur, ich komme da oben nicht dran, oder? Doch, ich komme da dran. Juhu. So, nice. Dann packen wir die ganzen Sachen erstmal wieder da rein. Alles wieder da rein. Oh, ich sollte vielleicht keine Waffe ausrüsten. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gesammelt, dass man hier, ja, dass ich auf einmal einen Knopf gedrückt habe und dann auf einmal mein ganzes eigenes Interieur zerschossen habe. Sagte man mir so, dass das mal passiert ist oder in der Vergangenheit habe ich das mal gehört. Weiß nicht, ob das immer noch so ist. So, warte mal, wir haben jetzt auch wieder Munition. Nein! Wir haben jetzt auch wieder Munition. So. Ach, ist das schön. Ich bin in der letzten Zeit so mega glücklich. Das gibt's gar nicht. Ich bin so unglaublich glücklich und zufrieden. Mag aber auch daran liegen, dass ich endlich, wirklich endlich den richtigen Job gefunden habe. Und nicht bei Stepstone. Auch wenn jetzt viele denken, richtige Job, findest du bei Stepstone oder so. Oder wie die anderen heißen. Oder Ingrid oder so. Viele denken jetzt so, what? Hä? Wie Job? Hast du nicht? Ist YouTube nicht dein Job oder Twitch? Nein. Nein, habe ich nicht. Bin ich nicht. Kann ich nicht. Ach, da ist ja, stimmt, da ist ja Kohlekraftwerk. Was sehe ich denn da? Nein, habe ich nicht. Kann ich nicht. Bin ich nicht. Zwei haben wir. Okay. Muss ich mal gucken. Nee, habe ich nicht, kann ich nicht, bin ich nicht. Bin auch nebenbei berufstätig. Und jetzt habe ich endlich, nach so vielen verdammten Jahren, endlich den richtigen Job gefunden, wo ich sage, jo, alles klar, das passt, das ist richtig gut. Das macht Spaß, die Leute sind tofte, die Arbeit macht Spaß, ne? Und wo auch gerne mal eine halbe Stunde länger bleibst, weil es einfach lustig ist. Oder beziehungsweise, ja, weil die Arbeit halt einfach auch Spaß macht, ne? So, ich bin jetzt schon wieder hier am Rumhantieren. Weil ich nicht genau weiß, was ich machen wollte. Ich wollte die fortschrittliche Produktion benötigen. Das heißt...
Ich muss gerade mal gucken. Automatisch speichern ist sehr schön. Ich speichere auch mal selber nochmal. Das ist... Was ist das hier? Kann man das sehen, was das ist? Das ist, glaube ich, Forschung, ne? Ich bin gerade... Das ist doch Produktion. Muss ich ein Modul jetzt herstellen? Jetzt bin ich gerade wieder... Das ist so, wenn du so lange raus bist, ist das echt schlimm. Da muss man echt wieder reinkommen. Muss ich einfach so sagen. Das tut mir leid, wenn wir jetzt hier gerade so ein bisschen rumhampeln. Hier, fortschrittliche Forschung. Wir brauchen aber fortschrittliche Produktionskette. Wir brauchen Produktion fortschrittlich. Aber wir haben ja zwei. Was müssen wir denn dann... Oh, sind wir unter Tage? Ich glaube nicht. Sind wir unter Tage? Nein, sind wir nicht. Aber dafür jetzt. Oh, er hat immer noch den längeren. So. Alter, das ist so geil. Ach ja, im Übrigen, vielen Dank erstmal übrigens an die Entwickler, die von dem wahrscheinlich gar kein Wort verstehen, was ich hier gerade sage. Und zwar haben die über Twitter so ein bisschen geliked und so, auch bei YouTube-Videos. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und sie haben sich einen April-Scherz tatsächlich erlaubt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder verfolgt habt. Tatsächlich haben sie... Was war das denn? Achso. Tatsächlich haben sie als April-Scherz gesagt, dass die Drillships wegkommen und dafür Luftschiffe kommen. Das war so gut. Viele haben da, glaube ich, auch dran geglaubt. Und ja, das wäre halt so lustig gewesen. Das ist halt so mega Hammer. So, was wollte ich gesagt haben? Ja, wie kriegen wir denn jetzt, ne, hier. Ich muss mal eben in die Notizen gucken mit 4, ne? Lauf um dein Leben, was? Ja, Fortschritt, hier. Endlich können wir unsere Drillship-Produktion auf den neuesten Stand bringen. Besorge alle erforderlichen Komponenten und baue ein aufgewertetes Produktionsmodul. Von nun an können wir effektive Geräte herstellen, die den Koch Elite Drillships gewachsen sind. Modul. Also brauchen wir ein Modul. Ein Modul. Das sind Blaupausen. Bam! Hier. Genau. Ein Produktionsmodul, aber Stufe 3 braucht... Ach, wir müssen das ja, glaube ich, erst finden, ne? So war das ja. Stimmt. Genau. Wie weit sind wir denn ausgerüstet? Wir haben noch zweimal normale... Ne, Eisenrüstung. Ich glaube, das ist die stärkere, ne? Schrotflinten 60. Die MP haben wir noch 200. Den Schraubenschlüssel würde ich mal eben wegpacken. Genau, wir mussten ja die Schiffe erstmal... besuchen gehen und die sollten wir quasi dann zerstören. Jetzt weiß ich wieder, was das war. Können wir da ein bisschen was herstellen? Granatenmäßig? Kupferschrauben und Schwarzpulver. Kupferschrauben und Schwarzpulver. Kupferschrauben? Und Schwarzpulver, ne? Sagst du? Schwarzpulver können wir nicht herstellen, weil wir Schwefelpulver brauchen. So, jetzt aber... Okay. Dann kann sich das auch mal einreihen. So, das produzieren, ne? Ah, wie schön das einfach ist, dass es jetzt mega läuft einfach so. Ne? In den Schritten. Hier sieht man dann, was als nächstes kommt und so. Das ist halt sehr komplex, muss man einfach so sagen. Und dann kann ich ja hier schon mal die Granaten. So 20 Stück? Reichen die? Machen wir 30. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Was brauchen wir denn noch dafür? Kupferrohre? Kupferrohre brauchen wir dafür auch. Mal 10 Stück herstellen. Und wir brauchen dafür... Kupferschrauben. Okay, alles klar. So. Wer ist noch dabei? Da müsste jetzt gleich theoretischerweise dann da... die Granaten auch losgehen. Ich gucke gerade wie so ein Chamäleon zwischen die Leiter. Und... kein Material. Ja, ja. Jetzt aber. Jetzt kriegst du Schwarzpulver. Genau, jetzt geht's da auch los.
weil der Schwarzpulver produziert. Das ist schön. Voll cool irgendwie. So, das heißt, wir haben knapp 20 Minuten gleich Zeit, dann ein Schiffchen zu suchen. Wir sollten mal auftauchen, ne? Fällt mir gerade ein. Bevor unser Parkplatz gleich weg ist. Denn manchmal stellt sich auch ein anderes Schiff einfach oben an der Oberfläche hin, wo wir gerade abgetaucht sind. Und das möchten wir natürlich nicht. So, erstmal heilen. Ganz wichtig. Ah, ich besprühe mich einfach mit dem Nebel. Mit dem Heilungsnebel. So. Gut. Mein Gott, wie viele Folgen wir schon haben. Das ist unfassbar. So. Soll er mal produzieren? Ich würde sagen... Hä? Kann ich jetzt von hier aus auf den... Ach, ich kann von hier aus auf den Frachtraum zugreifen. Das ist ja praktisch. Warum bin ich vorher nicht auf die Idee gekommen? Ich bin immer zum Frachtraum gelaufen. So, sollen wir noch ein bisschen Schwarzpulver noch herstellen? Zack, 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 zack. Was fehlt denn? Natürlich Kupferrohre. Was denn auch sonst? So. So, 50. Jetzt soll er sich mal nicht beschweren. Und 30 Schrauben nochmal. Let's go. So, das hat er auch erstellt. Sehr schön. Okay. Das heißt, ich würde einfach mal mir die Granaten mal rausholen. Wo sind sie denn? Hä? Hä, wo sind die Granaten? Bin ich jetzt doof? War doch Frachtraum, oder? Bin ich jetzt blind? Ach, da. Gott, ich bin echt blind. Blind wie ein Maulwurf. Man sollte mir echt mal eine Brille schenken. So. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Wir suchen ein Stufe 3 Ship. Ne, es könnte... Ne, das ist es, glaube ich, nicht, oder? Wo sind wir eigentlich hier? Sind wir auf der zweiten? Wir sind auf dem ersten Bereich. Ne? Müssen wir nicht auf dem zweiten Bereich hin? Um das Schiff zu kriegen, was wir brauchen? Ich glaube, ja, ne? Wir müssen, glaube ich, nach drüben, oder? Ich glaube, wir müssen in den anderen Bereich. Also, glaube ich zumindest, oder? Weil ich glaube nicht, dass wir fortschrittliche Produktion hier kriegen auf der, auf dem Startbereich. Ich denke, das wird, ich gehe ganz stark von aus, dass das, im zweiten Bereich der Insel ist. Und im dritten Bereich ist ja quasi dann die Elite-Ships. Elite-Gock-Ships. Haben wir... Oh, guck mal, die sind fertig. Da kann ich mir die ja noch mitnehmen. So, so. Den Granatwerfer packe ich mal auf für 5. Da auch nochmal Munition für herstellen. Granat... Achso, Werfer... Turm-Munition ist das. Naja, egal. Komm. Kann man theoretischerweise auch den Granatwerfer erstmal zu Hause lassen. Erstmal. Da... Hä? Da ist sogar ein Granatwerfer drin. Lol. Wir haben 2. Ach nee. Wir haben den gar nicht mit. Ich bin so... So. Habt ihr nicht gesehen. So, zack, 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 zack. Aber auf der Karte. Und dann düsen wir mal eine Runde. Ich sollte mal speichern. So, wie war denn das nochmal? Ah ja, klicken. Ja, da müssen wir rüber. Fahr bloß nicht ins Feuer. Es war los. Gucken wir mal, wo wir auftauchen können. Okay, die Schlucht ist besetzt. Eisenschrott nehmen wir mit. Oh, hier. Ah, nee, brauchen wir gar nicht mitnehmen. Das haben wir schon. Aber Eisenschrott nehme ich mit, auf jeden Fall. Na. Wie schnell sich dieses Schiff einfach bewegen kann. So, hier tauchen wir auf. Und dann gucken wir mal, was uns draußen erwartet. Ich freue mich. Huch. Oh, wir kriegen direkt Gesellschaft. Die Nachbarn kommen schon direkt an. Guck mal. Ach ja, guck mal. Die Nachbarn sind schon da. Dann wollen wir die doch mal besuchen gehen. Oh, ich sollte mal nachladen. Ich habe gar keine Munition dafür. Hä, hatte ich keine MP-Munition?
toll. War was gewesen? Ich habe gar keine... Hä, doch, ich habe doch MP-Munition, oder ist das ein Bug gewesen? Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. So, ich würde das Schiff einfach mal abtauchen lassen. Ist das ein Prachtdingen. Mit H, jetzt muss ich kurz nochmal überlegen, was war abtauchen? War das 7? Ne, 6, ne? Ja, 6 war abtauchen, 7 war auftauchen. Muss man das merken. So, wir brauchen die Forschung. Das heißt, wir sollten irgendwo gucken, wo wir Forschungsschiffe finden. Was ist das für eine Mine? Kohlemine, interessant. Gut. La la la. Nee, aber wirklich, ich bin in letzter Zeit mega happy. Wie gesagt, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich endlich den Job gefunden habe. Der Job, der zu dir passt. Du weißt genau, wovon ich spreche. Ist aber auch wirklich so. Mein Gott, habe ich lange gesucht und bin jetzt echt mega happy. Gut. Ja, und auch halt jetzt mit dem Haus und so und... Ja, ist halt richtig, richtig cool. Man muss gar nicht so groß Rücksicht nehmen. Gut, klar, man hat Nachbarn und so, ne? Aber im Prinzip bist du so dein eigener Herr. Klar, bist für alles auch selbstverantwortlich natürlich, ne? Aber ich kann es jedem empfehlen, wer es machen kann, soll es machen. Weil es ist ein, klar, ist ein großer Schritt, gebe ich zu. Und aber ich bereue es nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bereue es einfach nicht. Na? So. Was haben wir denn da? Wir brauchen ein anderes Schiff. So ein blödes Schiff brauchen wir gar nicht. Ist denn nicht mal hier oben? Da oben sind noch andere Stellen. Da ist auch so eins. Oder haben die so ein Modul? Weil ich will jetzt ungern so ein Schiffchen angreifen und dann haben die nicht... Technologie, die wir brauchen. Aber komm, wir probieren es aus. Oder ist hier der Karte? Nee, leider nicht, ne? Hey, konnte man nicht reinzoomen? Ach ja, doch, okay. Ja, okay. Gut, haben die eine Waffe? Ja, die haben eine Waffe da. Moin. Oh. Fiel hier rauf! Survival! Da oben noch irgendwas Spawnmäßiges? Ja, da oben. Gut. Granaten immer mit, können wir gut brauchen. Da war er mal weg! Da guckt er raus und ist weg! Guck's dir an! So, nehmen wir alles mit. Was ist das so windig auf einmal hier? Man ist schon richtig verwöhnt, was man mitnimmt, ne? Kessel nehmen wir mit, Pumpe nehmen wir mit. Raffineriemodul 2. Schrank, ja toll, brauchen wir nicht. Sensoren, Schrotflintenmuni. Ja, ja, Hydraulik, ganz toll. Destroy this Modul. Okay, I'm dabei. Was müssen wir jetzt? Ah, da oben. Okay. I'm weg. Juhu. Hat ja gut funktioniert. Ah, wir haben noch genug Granaten, also so ist es nicht. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Alles das, was wir nicht brauchen, ne? Natürlich. Alles das, was wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ja. Bohrer Stufe 2. Raffinerie Stufe 2. Alles das, alles Stufe 2. Kettenteile. Alter, 10x Stufe 2, das brauchen wir alles gar nicht. Oder?
12-mal zerstörtes Raffineriemodul. Ich meine, gut, was wir haben, haben wir, ne? Weil wenn wir mal... da ruckelt das Spiel gleich, da speichere ich doch mal. Kann ich mein Schiff doch hier hinrufen jetzt, ne? Ach nee, komm. Das heißt, wir brauchen tatsächlich dieses, ja, diese, dieses Modul. Das müssen wir finden jetzt. Hm. Okay. Im Übrigen, freut mich für die Leute, fällt mir auch noch gerade ein, wegen Kommentare und so, fällt mir gerade tatsächlich ein, ja, für die, die wirklich... Ja, was habe ich da bekommen? Was war das? Achso. Die sich das Spiel gekauft haben, aufgrund dessen, dass sie das bei mir gesehen haben, finde ich supi. Freut mich, dann habe ich alles erreicht. Die Entwickler kriegen Geld. Und noch mehr Leute spielen das Spiel, was die Entwickler natürlich auch dann damit unterstützt und so. Es reicht ja auch völlig, wenn ihr das auf Wishlist packt, ne? Falls ihr da Bock drauf habt oder so. Es reicht ja auch schon vollkommen. Ui, Kundschaft. Das ist aber auch nicht das, was wir brauchen. Waren wir nicht da gerade unten? Oh, Stufe. Hä? Lieben Nachbarn. Hm, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, wo wir das herkriegen.